als Plattform ist, glaube ich, kein Unbekannter. Trotzdem vielleicht ganz kurz die Eckdaten. Steam ist eine große Spieleplattform. Das heißt, dort kann man sich mit Spiele eindecken. Man kann darüber kommunizieren, sich mit Freunden verabreden zum Spielen. Es ist eine Plattform für die Community. Das heißt, dort wird auch Bonusmaterial bereitgestellt, How-Tos, Tipps und Tricks werden dort gegeben, Wallpaper, alles an Gaming-Art, was man sich vorstellen kann. Laut Steam bzw. laut Wolf, dem Hersteller, sind gut 140 Millionen Konten dort registriert, damit auch 140 Millionen Kunden. 2014 weiß man, dass 1,5 Milliarden Dollar umgesetzt worden sind. Das heißt, es ist eine sehr, sehr große Plattform, wenn nicht sogar die größte Spieleplattform weltweit. Allerdings auch, sagt Wolf auch selbst, dass täglich 77.000 Accounts gekapert werden. Das heißt, entweder direkt gestohlen oder unberechtigte Zugriffe darauf stattfinden. Die Zahl ist keine kleine. Ich habe schon gesagt, das ist auch eine große Spieleplattform, wo eben viele Gegenstände auch lagern, die echtes Geld wert sind. In der Vergangenheit war es vor allem so, dass Rollenspiele angegriffen worden sind. Das heißt, World of Warcraft, Diablo 2, überall da, wo Spieler viel Zeit und Nerven in einem Spiel verbringen, dort Items anhäufen, die sehr viel wert sind. Und weil Spielen nun mal ein Hobby ist, sind viele Spieler auch bereit, echtes Geld für virtuelle Güter auszugeben. Und genauso auch hier. Also entsprechend werden hier auf Steam eben auch Skins angeboten. Skins sind im Prinzip kosmetische Dinge, das heißt ein neues Waffenskin, da schaut dann die Waffe in Counter-Strike anders aus. Sticker, andere Ausrüstung, wie zum Beispiel für Dota 2, die eben im Spiel einen Vorteil bringen, Bonusmaterial und Co. Die Preise variieren hier zwischen einem Euro und mehrere hundert Euro. Das heißt, als Beispiel hier haben wir zum Beispiel Waffenskins für Counter-Strike, die eben am oberen Ende rangieren, hier bis zu 430 Euro. Der Screenshot ist von vorgestern. Allerdings muss man auch ganz klar dazu sagen, die allermeisten Items rangieren eher an der unteren Skala. Dennoch, es ist hier sehr, sehr viel Geld involviert. Hier ein anderer Screenshot, hier werden Sticker verbreitet, auch hier 368 Euro kostet hier der teuerste Sticker, den kann man vielleicht im Spiel an irgendeine Wand als Wandgraffiti dann hinsprayen. Sieht dann so aus, als wäre man vielleicht ein Pro-Gamer, wenn man hier an einer bestimmten großen Competition teilgenommen hat. Ob diese Gegenstände dann tatsächlich für dieses Geld den Besitzer wechseln, weiß man natürlich nicht. Wie hat überhaupt diese ganze Evolution stattgefunden? Nun, Gaming-Malware gibt es bereits seit 2002. Das war im Prinzip der erste Gaming-Trojaner, der ein Spiel angegriffen hat namens Legend of Mir. Dort wurden dann eben gleiche Schema, die Accounts gekapert, Benutzername, Passwort wurde übertragen an einen Angreifer, der Account wurde gekapert und entsprechend diese Spielgegenstände wurden dort vom Account geklaut. Dieses Schema, das heißt der Zugriff über Benutzernamen und Passwort, das hat für gut 10 Jahre wunderbar funktioniert. Das kann man sich vorstellen wie ein Zugriff auf ein E-Mail-Konto. Allerdings haben hier auch die Sicherheitsmethoden über die Jahre zugenommen und damit auch die Methode der Angreifer, wie zum Beispiel Cookie- und Session-Hijacking. Das heißt, was da passiert, ist das gleiche wie bei einer Webseite. Wenn man sich einloggt, dann gibt es oftmals so ein kleines Häkchen, das man setzen kann, Remember Me. Das heißt, wenn ich das nächste Mal diese Seite aufrufe, werde ich automatisch eingeloggt und alles ist gut. Genau diese Funktion wird eben auch von Cyberkriminellen ausgenutzt. Das heißt, entsprechend kann hier ein Cookie, das vom Browser hinterlegt wird, auch geklaut werden und dementsprechend kann man sich hier als jemand anders ausgeben und man kann auf die Eingabe von Benutzernamen und Passwort auch verzichten. Bei Steam sieht es mittlerweile anders aus. Das heißt, mittlerweile wird hier auf SteamGuard gesetzt. SteamGuard ist ein wunderbarer Mechanismus, sehr, sehr gut ausgedacht. Und zwar ist es so, dass Steam als Plattform erstmal schaut, dieser Rechner, der da versucht, auf diesen Account zuzugreifen, ist das in der Vergangenheit schon mal passiert? Kenne ich diesen Computer? Und passen Account und dieser Computer zusammen? Falls nein, bekommt man als Anwender erstmal einen PIN-Code zugeschickt via E-Mail. Dieser PIN-Code muss eingegeben werden, damit wird dieser Computer authentisiert und man kann auf seinen Account zugreifen.
Eine wunderbare Geschichte. Nur ist es so, dass mit dem Diebstahl von zwei bestimmten Dateien von einem Rechner, mit diesen beiden Dateien ist es möglich, einen Account zu übernehmen. Das sind Ihr SSFN und VDF-Dateien. Das heißt, wenn man diese beiden Dateien von einem Rechner klaut, ist es möglich, dass ich mich dort einlogge und damit auch SteamGuard außer Gefecht setze. Wie sieht es dann aus? Das heißt, ich klaue die SSFN-Dateien und VDF-Dateien, das sind im Prinzip nur diese paar Zeilen Code hier, und eventuell brauche ich noch das Login-Passwort. Das heißt, sofern der Anwender diesen Haken Remember Me nicht angekreuzt hat, dann braucht man das Passwort. Wenn Remember Me aktiviert ist, dann wird alles in diesen Dateien mit abgelegt und ich brauche sonst nichts, nur diese beiden Dateien. Wie geht es dann weiter? Die Gaming oder Malware bzw. der Steam Stealer wird hier zum Beispiel einen Item-Filter setzen. Das heißt, wir schauen, welche Items sind auf diesem Account vorhanden und dementsprechend sagt die Malware hier, okay, ich möchte alle Items, auf die diese Tags zutreffen. Das heißt, Rare, Legendary, Immortal, Mythical und so weiter und so fort. Das sind die Arten, die Klassen von Items, die hier für den Angreifer von Nutzen, von Wert sind. Auf die hat er es abgesehen. Kleines Detail hier noch am Rande. Ganz am Schluss hier sieht man Init-Chat-System. Get friends, send message to friends. Das heißt, hier wird über den Steam-internen Nachrichtendienst an die komplette Freundesliste noch geschickt. Oops, there goes my skins, hacked by the suspect. Um hier noch ein bisschen Salz und noch schön in die Wunden zu reiben. Dann wird hier im Prinzip, werden diese Dateien verpackt, eventuell das Passwort, falls es nötig war und über den Keylogger noch mitgespeichert wurde und es wird dann einfach per E-Mail nach außen versendet. Wie sieht die Malware aus? Hier sehen wir zwei grafische Benutzeroberflächen von einem Stealer-Bilder. Das heißt, das ist nicht die Oberfläche, die das Opfer möglicherweise sieht, sondern der Angreifer hat ja diesen Bildschirm, diese grafische Benutzeroberfläche und damit kann er seine Schadsoftware genau konfigurieren und dementsprechend hier eintragen Steam Profile Link Trade URL. In diese beiden Felder wird er eintragen, auf welches Konto die geklauten Items übertragen werden sollen. Eine Custom Trade Message, das wird mit angezeigt im Trade und links unten sieht man hier, was soll gestohlen werden. Dementsprechend können hier die einzelnen Spiele angewählt werden. Die Schadsoftware wird dementsprechend die Items von diesen Spielen eben klauen. Ja, wenn man sowas kaufen möchte, das ist im Malware-Bereich mittlerweile so, ich sage jetzt mal, üblich. Das heißt, falls man eben ein Individuum ist mit genügend krimineller Energie, allerdings nicht das technische Know-how hat, dann kann man sich hier eben bedienen und entsprechende Malware einkaufen. Und im Bereich Steam Stealer bewegte sich das Ganze zwischen $53. Das ist im Prinzip sehr, sehr wenig Geld. Zahlbar via PayPal, Bitcoins. In Bitcoins werden $3 wahrscheinlich 0,0001 Bitcoins. Ganz klar ist hier auch noch zu sagen, dadurch, dass dieser Preis so niedrig ist, ist, glaube ich, auch die Hemmschwelle relativ niedrig. Das heißt, entsprechend können Steam-Stealer auch als Einstiegsdroge betrachtet werden. Das heißt, jemand, der genügend kriminelle Energie hat und der sagt, okay, ich will diese Items unbedingt haben oder hey, ich möchte ein bisschen Geld damit dazu verdienen, dann ist es hier mit sehr, sehr wenig Geldeinsatz möglich. Was mittlerweile noch mit dazu geboten wird, nicht nur die Schadsoftware selbst, sondern ein kompletter Service. Malware as a Service. Dementsprechend wird hier auch Support angeboten über einen Messenger, über Teamspeak, über Skype. Das heißt, falls hier jemand Probleme hat, diese Schadsoftware einzurichten, zu konfigurieren, dann wird einem hier von den Machern dieser Schadsoftware geholfen. Zusätzlich kann auch der Quellcode mitgeliefert werden. Das heißt, damit sind auch noch Anpassungen möglich, je nach Gusto des Cyberkriminellen, und die Dropzone kann mit konfiguriert werden. Die Dropzone ist letztendlich der Ort, wo dann die Beute deponiert wird. All das als ein komplettes großes Paket
Und das für einen relativ, oder sehr, sehr, überhaupt sehr, sehr kleinen Geldbetrag. Das heißt, das günstigste Angebot, was ich hier gesehen habe, in Richtung Steam Stealer, als kompletter Service war, lag bei $7. Die Schadsoftware mit Quellcode, große Anleitung, all das. Zusätzlich wird oftmals auch noch eine Wurmfunktionalität mit integriert. Die Angreifer setzen hier sehr, sehr viel auf Automatisierung. Das heißt, je weniger der Angreifer selbst manuell durchführen muss, desto besser. Dementsprechend wird hier sehr viel automatisiert. Und falls ein Rechner damit infiziert wurde, dann wird eben auch gern mal eine Chatnachricht mit einem Download-Link an die komplette Freundesliste auch weiter versendet. Das heißt, damit kann die Infektion im Schneeballsystem weiterverfolgen. Ein spezielles Angebot, was ich auch noch hier gefunden habe, auch im Bereich Service. Und zwar werden hier Webseiten gehackt und damit angeboten. Das heißt, falls ein Individuum diese Schadsoftware kauft und alles ist wunderbar konfiguriert, alles ist bereit zum Einsatz, aber es ist noch kein Rechner infiziert. Das heißt, das hilft dem Angreifer natürlich auch nicht. Was hier als Service mit angeboten wird, ist die Verbreitung der Schadsoftware über legitime, aber gehackte Webseiten, um das Ganze eben noch einfacher zu machen. Und dementsprechend sehen auch die Trends aus. Das heißt, die Angriffsvektoren, die für normale Schadsoftware gelten, das heißt vor allem Drive-By-Downloads. Ein Drive-By-Download ist der Zugriff auf eine Webseite, die infiziert ist. Und ein Drive-By heißt, ich als Nutzer muss aktiv keine Schadsoftware mehr herunterladen und ausführen. Stattdessen wird eine Schwachstelle auf dem System, sofern vorhanden, ausgenutzt und die Schadsoftware wird auf dem Rechner platziert und ausgeführt. Das Ganze passiert komplett intransparent für den Anwender. Bei den Steam-Stealern sieht es so aus, dass nicht jeder Rechner im Visier stehen soll. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Angreifer hier 1 Million Rechner infiziert, aber davon sind nur 10.000 Spielerechner, dann ist das reichlich ineffizient. Dementsprechend werden die Angriffsvektoren genau richtig ausgerichtet. Und das bedeutet, dass spielerspezifische Software trojanisiert wird und auf sehr genau kopierten Webseiten der Originalsoftware angeboten wird. Das heißt, links unten hier zum Beispiel Razer.coms, aber es hat auch getroffen Teamspeak und so weiter und so fort. Das heißt, dementsprechend werden diese Originalwebseiten kopiert. Der Download-Link geht allerdings auf eine trojanisierte Version. Es gibt auch Fake-Server, auch hier wieder Teamspeak, CSGO, das heißt Counter-Strike Global Offensive. Auch darüber wird Schadsoftware verteilt, meistens über das Schema, dass gesagt wird, es ist ein neues Update vorhanden für das Spiel, für Teamspeak, das heißt, darüber kann man kommunizieren, bitte herunterladen. Dieses Schema ist im Prinzip uralt. Das heißt, das haben wir schon auf Facebook vor 10 Jahren gesehen. Allerdings wurde genau dieses Schema adaptiert für einen neuen Use Case. Und genau in diesem Bereich hat man sowas bisher nicht gesehen. Dementsprechend kann auch ein altes Schema wieder sehr, sehr gut funktionieren. Ein weiterer Trend, den wir gesehen haben, ist, dass erstmal ein Trojan Downloader auf einem Opfersystem platziert wird. Das heißt, es ist ein kleines Skript, das an und für sich erstmal nicht schädlich erscheint. Es wird lediglich der Rechner dann instruiert, etwas aus dem Internet herunterzuladen. Die Quelle des echten Shortcodes sind legitime Webseiten wie zum Beispiel Pastebin, GDoc oder Dropbox. Das dementsprechend wird von dort die Schadsoftware heruntergeladen. Da diese Webseiten legitime Webseiten sind, wirkt das Ganze natürlich authentischer und dementsprechend auch legitimer für den Anwender und auch für etwaig installierte AV-Software, Sicherheitssoftware. Was wir auch gesehen haben, Fake-Browser-Erweiterungen, das heißt entsprechend für Firefox oder Chrome kann man sich eine große Sammlung an Extensions noch herunterladen. Auch hier haben wir viele Fake-Extensions gesehen, die eben genau darauf abzielen, Steam-Stealer herunterzuladen. Ein weiterer Trend ist Auto-IT, das heißt eine Software, mit der man bestimmte Aktionen am Rechner automatisieren kann. Dinge, die immer gleich sind, die man vielleicht nicht über die Kommandozeile machen kann, sondern über Mausbewegungen. Das ist sehr aufwendig, sehr nervig und dementsprechend kann man hier diese Skripte zum Einsatz bringen. Und das ist auch äußerst schwer zu erkennen. Auto-IT ist ein legitimes Produkt, eine legitime Software
Und die Aktionen, die durchgeführt werden, sind erstmal nicht maliziös. Außer die Software wird die Steam-Software, die Zielsoftware wird ausgeführt und damit können entsprechend Aktionen durchgeführt werden, die dazu führen, dass das eigene Inventar im Spielaccount geleert wird. Beim letzten Punkt der Verbreitung via Torrent war ich fast schon zögerlich, das unter Trends aufzuführen. Das ist eigentlich ein Evergreen. Zielt vor allem auf diejenigen Nutzer ab, die sagen, ja, ein neues Spiel ist draußen, ich habe kein Geld, ich will es nicht zahlen, ich besorge mir einfach die Raubkopie. Ganz einfach. Allerdings ist es hier sehr, sehr oft so, dass eben diese Versionen trojanisiert sind und dass man vielleicht ein Spiel damit umsonst bekommt. Allerdings den Spielinhalt von einem anderen Account, hier vom Steam-Account, verliert. Zeitgleich ist es so, dass wir eine immerwährende Flut an neuer Schadsoftware bekommen. Das heißt, allgemein gut 300.000 oder 320.000 neue schädliche Dateien pro Tag. Und auch hier im Gaming-Bereich, das eigentlich eine Nische darstellt, ist es so, dass wir immer mehr Schadsoftware sehen. Eine regelrechte Flut, vor allem an Steam-Dealern, aus dem Grund, weil es auch sehr, sehr einfach zu programmieren ist. Das heißt, wenn man hier Online-Banking-Trojaner oder ein Rootkit als Vergleich nimmt, das ist um einiges komplizierter zu schreiben für einen Malware-Autoren als ein solcher Steam-Stealer, der einfach nur beispielsweise zwei Dateien kopieren muss oder einen Keylogger integriert für das Passwort. Und diese Vielfalt führt auch dazu, dass eine regelrechte Marketingmaschine angerollt ist in diesem Bereich. Die Anbieter von dieser Schadsoftware überbieten sich gegenseitig mit Extremen, sagen, das ist die neue Revolution, das funktioniert fantastisch, sie können sogar kostenlos testen, all das wird hiermit angeboten. Das hat sogar so weit geführt, dass mittlerweile Steam-Stealer als Open Source angeboten werden. Das heißt, weniger als die 3 Euro, die wir vorher gesehen haben, einfach komplett kostenlos, dass einfach mehrere Individuen, Programmierer hier kollaborieren und ihre teuflischen Kreationen hier for free ins Netz stellen und das Ganze muss nur noch angepasst werden und kompiliert werden für den Einsatz. Kommen wir zu den Statistiken. Wie sieht es eigentlich aus? Wie ist die Verbreitung auf der Welt? Wie ist die Länderverteilung? Und hier sehen wir eben, dass hier Russland und China hier sehr, sehr weit vorne liegen, aber auch Deutschland beispielsweise. Deutschland ist hier im Prinzip die zweite Kategorie, gefolgt von Frankreich, hier Südamerika, Brasilien und USA. Das Ganze in Zahlen ausgedrückt, liegt Deutschland hier bei dieser Trojan Downloader Kategorie, die ich vorher angesprochen hatte und die auch höchst flexibel einsetzbar ist, weil sie immer neue Malware-Module, Schadsoftware-Module nachladen kann, liegt Deutschland hier auf Platz 3 mit 6,3%. Das ist übrigens eine Erhöhung um gut 4% gegenüber dem Vorjahr. Wenn wir zu den Steam normalen Trojanern kommen, nicht den Downloadern, sondern zu den Trojanern, gibt es ein relativ ähnliches Bild, nur dass Deutschland hier in die Spitzenkategorie aufgestiegen ist. Das heißt, dementsprechend sind wir auf Rang 2 und Deutschland bekommt derzeit ungefähr 14% aller Steam-Stealer ab. Von allen Angriffsversuchen, die wir sehen. So viel Risiko, gibt es auch Schutzmöglichkeiten? Ja, die gibt es natürlich. Eins möchte ich noch vorneweg schicken. Dieser Vortrag soll auf gar keinen Fall ein Steam- oder Wolf-Bashing darstellen. Der Hersteller tut hier sehr, sehr viel, um die Konten seiner Kunden zu schützen und bietet entsprechend auch immer neue Sicherheitsfeatures an, immer neue Sicherheitsmechanismen, wie zum Beispiel den angesprochenen SteamGuard, das neue Computer erstmal genau authentisiert werden müssen zu einem Account, damit wirklich darauf auf den Account zugegriffen werden kann. Es gibt E-Mail-Benachrichtigungen und Bestätigungen für kritische Aktionen, die auf einem Account passieren. Das heißt, wenn ich beispielsweise einen Handel initiiere, kann ich sagen, Steam, bitte schick mir eine E-Mail, wenn so etwas passiert. Das heißt, ich kann sehen, wenn ich diese E-Mail bekomme, war ich das tatsächlich oder war das jemand anders? Wurde mein Account eventuell gekapert? Falls ja, kann ich dann schnell reagieren und auch dann den Steam-Support schreiben. Es gibt 2-Faktor-Authentisierungen. Das bedeutet nicht nur mehr Benutzername und Passwort,
sondern man kann auch über ein externes Gerät und auch einen externen Kommunikationskanal wie eine MTAN eine PIN-Nummer bekommen und dies als zweites Authentisierungsmerkmal benutzen. Es gibt Restriktionen für neue Steam-Accounts. Das heißt, wenn ich heute einen neuen Steam-Account anlege, kann ich viele Aktionen mit diesem Account erstmal nicht durchführen, weil er noch nicht vertrauenswürdig ist. Erst wenn man, $5 mit diesem Account ausgegeben hat, bekommt man hier größeren Zugriff. Das heißt, dementsprechend wird das auch für Cyberkriminelle die Hürde auch höher gesetzt. Man kann nicht nur einfach mehr 100 Accounts einfach so erstellen und damit alles handeln, alle Accounts von denen als Beute bekommen. Das geht so nicht mehr. Das heißt, dementsprechend wird auch hier die Hürde nochmal ein bisschen höher gesetzt. Es gibt auch Chat-Restriktionen. Das heißt, nicht jeder in Steam kann mich einfach so anschreiben, wenn ich das möchte. Wenn ich diese Option einschalte, dann muss diese Person, die mir schreiben möchte, die muss in meiner Freundesliste sein. Damit geht man vor gegen Social Engineering-Angriffe, die eben versuchen, dass man seine Login-Daten zum Beispiel preisgibt. Da wird oft gesagt, okay, ich bin ein Moderator bei Steam, ich bin Programmierer bei Steam, wir haben hier was festgestellt auf Ihrem Konto, ein Item wurde eventuell hier kopiert, das ist so nicht rechtmäßig, da müssten wir den näheren Blick drauf werfen und entsprechend dann weiter vorgehen. Das heißt, es war ein sehr, sehr beliebtes Betrugsschema und genau dagegen ist man hier vorgegangen. Es gibt eine Account-Wiederherstellung mit Identifikation über die Handynummer. Das heißt, wenn etwas passiert ist, nochmal angesprochen auch auf die E-Mail-Benachrichtigungen und Bestätigungen, wenn ich sehe, dass irgendwas passiert auf meinem Konto, kann ich einschreiten und kann auch mich an Steam wenden und kann sagen, okay, ich habe diese Sicherheitsmechanismen verwendet, es ist mir trotzdem etwas passiert, könnt ihr mir helfen? Und von dem, was ich bisher gesehen habe, ist der Steam-Support ja sehr, sehr kulant. Genau, und es gibt auch noch ein weiteres Sicherheitsmerkmal namens Trade Hold. Das heißt, Konten, die nicht über SteamGuard geschützt sind, wenn ein solcher Handel mit Items initiiert wurde und auch angenommen wurde, dann wird oftmals eine Sperre für 15 Tage eingesetzt. Das heißt, 15 Tage kann dieser Gegenstand nicht den Benutzer wechseln, sondern erst wenn in dieser Zeit diese Aktion tatsächlich legitimiert und bestätigt wurde von einem Benutzer. Ansonsten wird das so nicht passieren. Das ist im Prinzip nur ein relativ kleiner Ausschnitt. Das heißt, Steam geht sehr, sehr wohl gegen dieses Problem vor und gibt auch Hilfestellungen über die eigenen Webseiten. Das sind sehr, sehr viele Hilfestellungen, die sehr minutiös sämtliche Betrugsschemata anzeigt und erklärt. Das heißt, selbst hier beispielsweise mit diesem Chatfenster, das ist ein Social Engineering Trick, der angewendet wird, und hier werden diese ganzen Betrugsschemata ganz klar angegangen. Es wird auch gesagt, wenn SteamGuard aktiviert ist, kann mir trotzdem etwas passieren. Da geht man sehr, sehr transparent und sehr, sehr offen damit um. Das heißt, man merkt, dieses Problem liegt Steam hier bzw. Wolf hier sehr, sehr am Herzen. Allerdings gibt es noch weitere Sicherheitstipps. Ein großer Tipp ist hier auf jeden Fall, dass man die offiziellen Pfade nicht verlässt. Es gibt sehr, sehr viele Angebote, auch bei den Waffenskins, bei Counter-Strike zum Beispiel, dass man einfach mal googelt, dass man schaut, was gibt es da so, was könnte ich mir herunterladen. Das Angebot ist ja sehr groß. Das Risiko, dass man sich einen Trojaner damit anfängt, liegt bei fast 100%. Das heißt, ja, es gibt sehr, sehr viele Tools und Angebote im Netz, die mir einen Vorteil verschaffen können, die mir etwas anbieten, das mir vielleicht den Spielspaß erhöht, das mir mehr Erfolg garantiert im Spiel. Allerdings ist das alles sehr, sehr risikobehaftet und dementsprechend auch sehr gefährlich für meinen Account und meine Account-Items. Zweiter Punkt, einen kühlen Kopf bewahren, beziehungsweise diese Sicherheits-Awareness, dieses Sicherheitsbewusstsein in sich tragen. Und schaut, was könnte eine bestimmte Chat-Nachricht tatsächlich legitim sein oder ist das Angebot zu gut, um wahr zu sein? Das ist hier auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Updates, 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 Updates. Das ist im Prinzip der älteste Punkt wahrscheinlich, der älteste Tipp im Bereich der IT-Sicherheit, dass man immer das Betriebssystem, die Browser-Plugins, so aktuell wie möglich hält, um hier Sicherheitsschwachstellen damit zu eliminieren. Ein weiterer Punkt, Anti-Phishing-Filter, das heißt entsprechend, dass man das E-Mail-Client mit einem Filter ausstattet, um Phishing-E-Mails zu dezimieren oder auf Null zu setzen.
und dass man eine aktuelle und effektive AV-Lösung bzw. Sicherheitssoftware auf dem Rechner einsetzt. Als Zusammenfassung, was kann man tun? Steam als Spielplattform, genauso wie andere Plattformen, bieten hier sehr, sehr viele Sicherheitsfeatures, die angenommen werden sollten. Es gibt immer diese klassischen zwei Lager bei den Anwendern. Die einen, die sagen, ja, ich möchte auf jeden Fall alles, meine ganzen Assets im Netz so gut wie möglich schützen, meine Accounts schützen. Und die anderen sagen, ich wähle lieber den komfortablen Weg, sage, bitte lass mich immer eingeloggt auf dieser Webseite, remember me, kurze Passwörter, überall das gleiche Passwort. Ich will einfach nur an meine Sachen kommen, ich will mein Ding machen und will nicht gestört werden. Das ist dieser alte Zwist zwischen Sicherheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Komfort. Und zum anderen, dass natürlich das Anwenderverhalten und dass das Ökosystem bei mir auf dem Rechner auch stimmt, dass ich eine AV-Software installiert habe und dass das System up-to-date gehalten wird. Das heißt, für die Angreifer, ja, es ist sehr, sehr günstig und relativ einfach, hier eine Malware zu bekommen und auch einzusetzen. Für mich als Anwender kann es aber auch sehr, sehr einfach sein, hier die Hürden sehr, sehr hoch zu setzen, um damit sicher zu bleiben. Und damit sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, da war was Neues, was Interessantes für Sie mit dabei. Und falls Sie Fragen haben, bitte. Support, wie der es genannt wurde. Wie ist der verpackt? Ist der nach dem Motto verpackt, wenn ihr auf die Messe wollt, ich sage es mal ein Beispiel, ohne dass euch jemand kontrolliert, an Rucksäcken und Ausweisen, dann geht zwischen Eingang West und Süd rein, denn da kontrolliert keiner, dürft aber nicht, macht es ja nicht, oder ist es direkt so kriminell, so nach dem Motto, wenn ihr auf die Messe wollt, ohne Kontrolle, ohne irgendwas, dann nimmt den Eingang zwischen West und Süd. Also wie verpacken die es? Versuchen die das legal darzustellen? Oder wird das so verpackt, dass man es rechtlich kaum angreifen kann? Erstens und zweitens, diese hohe Anzahl in Deutschland, gibt es dafür eine Erklärung, warum Deutschland? Und zweitens, wie reagieren eigentlich die Strafverfolgungsbehörden darauf? Sind die momentan mit Terror und alles wirklich übervoll und achten das gar nicht? Insbesondere mit dem Hintergrund Staatsanwaltschaft Berlin. Die braucht mittlerweile für Straftaten ab 5 Jahre Freiheitsstrafe 4 Monate, bis es ein Aktenzeichen vergibt. Also wie sieht das eigentlich da aus? Zu Ihrer ersten Frage, wird versucht, das legitim darzustellen? Nein. Wird im Prinzip gar kein Versuch unternommen. Ich kenne sogar eine Angriffskampagne, da ging es darum, dass im Prinzip Zugriff, also das ist jetzt ein bisschen off-topic, dass Zugriff zu verschiedenen Webservern verkauft wird im Internet, um damit was auch immer zu tun. Um den auszurauben, um Ransomware darauf zu installieren, um DDoS-Angriffe von diesen Webservern durchzuführen. Der Zugriff darauf über das Netz, über SSH und Co. wird einfach verkauft, für teilweise wenige Dollar. Und da gab es eine wunderbar ausgestattete FAQ-Sektion. Und eine Frage davon war, ist das legal? Antwort. Nein. Nein, es wird im Prinzip nicht mal versucht, vor allem nicht in diesem Bereich. Wie schon gesagt, Gaming-Malware ist eine ganz klare Nische im Bereich der Cyberkriminalität. Das bedeutet für die Angreifer möglicherweise weniger Geld als in anderen Malware-Bereichen, wie Online-Banking beispielsweise. Gleichzeitig ist es aber auch fast risikofrei. Weil bei Online-Banking, bei Ransomware, da gehen Behörden mittlerweile sehr, sehr scharf dagegen vor. Da wird sehr, sehr viel gemacht. Und das sieht man auch in den Erfolgsmeldungen, beispielsweise bei CoinVault. Im Gaming-Bereich, glaube ich, ist das allererste Problem mal, dass die Opfer sich nicht an die Polizei wenden werden. Da wird, ich glaube nicht, dass jemand zum Polizeipräsidium geht und sagt, mit Level 98 Paladin ist mir geklaut worden, den will ich wieder haben. Greift euch, die Leute. Glaube ich, dass in der Realität höchst selten passiert. Selbst wenn, ob das Ganze tatsächlich verfolgt werden würde, die Priorisierung, glaube ich, würde dafür nicht besonders hoch liegen. Punkt 1, Punkt 2, weiß ich gar nicht, wie das Ganze rechtlich aussieht, ob das abgedeckt ist, ob das tatsächlich eine Straftat darstellt, beziehungsweise auch die Frage, in welchen Ländern überhaupt es weltweit eine Straftat darstellt. Die Frage lasse ich offen.
in dem Bereich bin ich nicht bewandert genug, um eine Aussage zu treffen. Sie hatten ja erzählt von diesen Cache-Dateien oder diese Session-Dateien, die man stehlen kann. Warum sind die nicht an den Rechner irgendwie gebunden? So, also haben Sie da eine Theorie, warum das nicht an meinetwegen die MAC-Adresse oder an Festplatten, so wie bei der Windows-Aktivierung, gebunden ist? Weil das wäre ja so eine Sache, die könnte man ja das machen. Das könnte man tatsächlich machen, dass man es an die MAC-Adresse bindet, ist weniger gut, weil die kann ich innerhalb von so ändern. Man könnte andere Dinge damit anstellen, beispielsweise verschlüsseln und wieder mit einem Passwort freischalten, das eben dann das Steam-Passwort ist. Das wäre ein gangbarer Weg. Möglicherweise möchte man aber nicht bestimmte User damit aussperren oder vor den Kopf stoßen, die sagen, remember me. Es ist natürlich immer so ein Spagat, den man hier treffen muss, um auch keine User zu vergraulen, ganz klar. Das ist meine Sicht der Dinge. Ansonsten wäre es ganz klar auch eine Frage an Wolf bzw. andere Anbieter von Spieleplattformen. Bitte. Wir haben in den Statistiken gesehen, wer die Hauptziele sind. Gibt es auch Statistiken, wo die Angriffe herkommen, hauptsächlich? Cybercrime ist ein globales Geschäft. Das ist Globalisierung auf der Spitze getrieben. Dementsprechend sitzen die Angreifer, das sind Individuen, aber auch meistens welche, die auch irgendwie in welchen gruppenlosen Gruppen, festen Gruppen zusammenarbeiten, auf dem ganzen Erdball verteilt. Entsprechend kann man natürlich sagen, ja, bestimmte Angriffe, bestimmte IPs tauchen recht häufig auf und man kann über Geo-IP schauen, wo sitzen diese Leute. Allerdings muss man auch wieder sehen, wie zuverlässig sind diese Daten. Wird das irgendwie durchgeroutet, irgendwelche VPNs, Proxys etc. Ist ganz, ganz schwierig. Und dementsprechend, weil man auch in diesem Bereich kaum Erfolgsmeldungen liest, dass hier Täter dingfest gemacht werden, ist es ja sehr, sehr schwierig und damit nicht zu beantworten. Bei Berger hatte ich noch eine Frage vergessen. Die zweite Frage, die ging. Es war die Frage, wie im Prinzip die Strafverfolgungsbehörden damit umgehen und warum in Deutschland eben das so hoch ist. Warum in Deutschland, genau. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die was ich im Prinzip in jeder Malware-Gattung auch stellt, bei Ransomware beispielsweise auch. Teilweise ist es tatsächlich so, dass die Angreifer hier auf bestimmte Länder auch abzielen. Das wird offensichtlich bei Ransomware, wenn deutsche Bewerbungen an Unternehmen beispielsweise geschickt werden. Das heißt, damit ist ganz klar ein Fokus erkennbar. Ansonsten sind Steam-Stealer eher eine Software, die als Rundumschlagsangriff dienen soll. Das heißt, es sollen so viele Spielerrechner wie möglich infiziert werden. In welchen Ländern die stehen, ist erstmal absolut zweitrangig. Es ist durchaus aber möglich, dass man zum Beispiel diverse Fake-Seiten von trojanisierten Software, Gaming-Software suchen, dass man die auf bestimmten Foren bewirbt, dass man dort Links dazu schreibt, in bestimmten Sprachen vielleicht, dass das Ganze garniert. Das heißt, damit ist auch vielleicht auch eine Absicht erkennbar. Ansonsten ist wirklich das primäre Ziel, so viele Rechner wie möglich zu infizieren. Ohne dass ein klarer Fokus damit sichtbar ist. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, in Deutschland, also Deutschland ist ein sehr, sehr reiches Land. Es gibt viele Spieler. Und diese Spieler sind natürlich auch auf der Suche nach einem neuen Spielerlebnis, nach Zusatzsoftware, nach neuer Software, nach Dingen, die einem das Leben erleichtern. Und dementsprechend glaube ich, dass allgemein auch reichere Länder und vor allem sehr, sehr große Länder hier besonders prominent auch in diesen Statistiken auftauchen. Also das Beispiel, dass sich jetzt da so ein Spieler an die Polizei wendet, das war jetzt ja, ganz verdeutlichend. Aber wie sieht es eigentlich aus bei den Spielern? Wie setzen die eigentlich Virenschutzprogramme oder genauer gesagt Kaspersky Software ein? Denken die, ach, wir sind da so gut, wir können das auch so? Oder ist das eine Zielgruppe, die auch wirklich erreicht wird mit der Software? Sie werden das Anwender...
die eine Sicherheitssoftware installiert haben. Ja, eine Sicherheitssoftware ist ja schon fast, sag ich mal, jetzt was Bürgerliches. Also man kriegt den fast jeden Supermarkt, sagen wir übertrieben, kauft die, installiert die, macht die Mama mittlerweile auch und so nach dem Motto, naja, ich als Spieler brauche das nicht, ich bin da sowieso fit genug. Oder wie sieht das da aus? Oder ist da dem, was sagt man, die Awareness, also die Sensibilität doch gegeben, dass man das ansieht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe tatsächlich festgestellt, dass im Spielermilieu, dass auch sehr, sehr viel auch auf Rechenleistung gesetzt wird. Und wenn die dann sehen, ah, das ist eine Sicherheitssoftware, die könnte eventuell mein System verlangsamen. Dementsprechend wird keine eingesetzt oder es wird deaktiviert während des Spiels. Natürlich ist der Rechner während dieser Zeit ungeschützt. Was oftmals nicht gesehen wird, ist die Tatsache, dass Sicherheitssoftware in sehr, sehr vielen Fällen einen Gaming-Modus besitzt. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch einen Modus drin, der erkennt, okay, das ist jetzt ein Spiel, das wird gestartet im Vollbildmodus und dementsprechend ist der Schutz zwar noch aktiv, aber während des Spiels wird kein Festplatten-Vollscan durchgeführt und es werden auch keine Updates gemacht, also Signatur-Updates. Der Schutz bleibt dennoch aktiv, aber ich habe keinen Performance-Verlust seitens Prozessor oder Prozessorlast bzw. RAM-Last, Speicherlast, aber auch keinen Bandbreitenverlust fürs Online-Gaming, der etwas sehr, sehr wichtig ist. Ja, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann sage ich nochmals danke für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine schöne Messe und einen schönen Abend. You're the best.